Daniel, was liest du da? Das hier? Das ist das neue Buch von Like Germans, zum Deutsch lernen. Das heißt German Easy Reader for Beginners. Neues Buch? Und was steht da drin? Das Buch besteht aus 25 Kurzgeschichten, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Die Geschichten sind ähnlich aufgebaut wie unsere Videos. Zu jeder Geschichte bekommt ihr eine Zusammenfassung, eine Vokabelliste mit Übersetzungen der schwierigsten Wörter auf Englisch und außerdem ein Quiz, mit dem ihr überprüfen könnt, ob ihr alles verstanden habt. Also Leute, das ist unser neues Buch German Easy Reader for Beginners. Wenn euch unsere Videos schon auf diesem Kanal gefallen, dann werdet ihr es lieben. Ihr könnt es ganz einfach bei Amazon bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Ja, hallo, Toni Müller hier. Ja, hallo, Toni Müller hier. Hallo, Herr Müller. Hier ist Herr Schulze, Ihr Nachbar. Sie haben gestern schon wieder vor meiner Ausfahrt geparkt. Hallo, Herr Müller. Hier ist Herr Schulze, Ihr Nachbar. Sie haben gestern schon wieder vor meiner Ausfahrt geparkt. Oh, das tut mir leid, Herr Schulze. Ich wusste nicht, dass das Ihre Ausfahrt ist. Oh, das tut mir leid, Herr Schulze. Ich wusste nicht, dass das Ihre Ausfahrt ist. Die Entschuldigungen können Sie sich sparen. Das ist schon das vierte Mal in diesem Monat, dass Sie vor meiner Ausfahrt parken. Die Entschuldigungen können Sie sich sparen. Das ist schon das vierte Mal in diesem Monat, dass Sie vor meiner Ausfahrt parken. Es wird nicht wieder vorkommen, das verspreche ich Ihnen. Es wird nicht wieder vorkommen, das verspreche ich Ihnen. Ich weiß, dass es nicht mehr vorkommen wird, denn ich werde Sie anzeigen. Ich weiß, dass es nicht mehr vorkommen wird, denn ich werde Sie anzeigen. Was? Sie wollen mich anzeigen? Ist das nicht etwas übertrieben? Was? Sie wollen mich anzeigen? Ist das nicht etwas übertrieben? Für Sie vielleicht. Ich finde das höchst angemessen. Sie bekommen einen Brief von meinem Anwalt. Danach können wir weiterreden. Für Sie vielleicht. Ich finde das höchst angemessen. Sie bekommen einen Brief von meinem Anwalt. Danach können wir weiterreden. Oh nein, mein Nachbar will mich anzeigen. Ich habe gestern einfach keinen anderen Parkplatz gefunden. Also habe ich vor seiner Ausfahrt geparkt. Oh nein, mein Nachbar will mich anzeigen. Ich habe gestern einfach keinen anderen Parkplatz gefunden. Also habe ich vor seiner Ausfahrt geparkt. Was soll ich denn jetzt nur machen? Vielleicht kann Jürgen mir weiterhelfen. Er hat Jura studiert. Ich werde ihn anrufen. Was soll ich denn jetzt nur machen? Vielleicht kann Jürgen mir weiterhelfen. Er hat Jura studiert. Ich werde ihn anrufen. Hallo Jürgen. Hallo Jürgen. Hey Toni, schön von dir zu hören. Was gibt es? Wie kann ich dir helfen? Hey Toni, schön von dir zu hören. Was gibt es? Wie kann ich dir helfen? Jürgen, ich habe ein großes Problem und brauche dringend deine Hilfe. Jürgen, ich habe ein großes Problem und brauche dringend deine Hilfe. Natürlich. Was ist denn passiert? Natürlich, was ist denn passiert? Mein Nachbar hat mich gerade angerufen. Er will mich anzeigen, weil ich vor seiner Ausfahrt geparkt habe. Mein Nachbar hat mich gerade angerufen. Er will mich anzeigen,
weil ich vor seiner Ausfahrt geparkt habe. Das ist aber komisch. Was ist denn genau passiert? Das ist aber komisch. Was ist denn genau passiert? Naja, ich bin in den letzten Wochen des Öfteren abends nach Hause gekommen und habe keinen Parkplatz gefunden. Also habe ich vor seiner Ausfahrt geparkt. Da ist genug Platz. Naja, ich bin in den letzten Wochen des Öfteren abends nach Hause gekommen und habe keinen Parkplatz gefunden. Also habe ich vor seiner Ausfahrt geparkt. Da ist genug Platz. Das solltest du nicht tun, Toni. Da kannst du ernsthafte Probleme bekommen. Das solltest du nicht tun, Toni. Da kannst du ernsthafte Probleme bekommen. Also muss ich mit meinem Nachbar vor Gericht gehen? Also muss ich mit meinem Nachbar vor Gericht gehen? Nein, anzeigen kann er dich dafür nicht. Er kann höchstens die Polizei rufen oder dein Auto abschleppen lassen. Nein, anzeigen kann er dich dafür nicht. Er kann höchstens die Polizei rufen oder dein Auto abschleppen lassen. Alles klar, ich verstehe. Was soll ich deiner Meinung nach jetzt machen? Alles klar, ich verstehe. Was soll ich deiner Meinung nach jetzt machen? Am besten versuchst du noch einmal mit deinem Nachbarn zu sprechen. Klär die Sache mit ihm privat und nicht vor Gericht. Am besten versuchst du noch einmal mit deinem Nachbarn zu sprechen. Klär die Sache mit ihm privat und nicht vor Gericht. Das ist eine gute Idee, Jürgen. Ich werde ihn anrufen und mit ihm sprechen. Das ist eine gute Idee, Jürgen. Ich werde ihn anrufen und mit ihm sprechen. Genau. Und stell dich am besten nicht mehr vor seine Ausfahrt. Genau. Und stell dich am besten nicht mehr vor seine Ausfahrt. Das werde ich machen. Vielen Dank für die Hilfe, Jürgen. Das werde ich machen. Vielen Dank für die Hilfe, Jürgen. Kein Problem. Ruf mich an, wenn du noch etwas brauchst. Kein Problem. Ruf mich an, wenn du noch etwas brauchst. Hallo, Herr Schulze. Hallo, Herr Schulze. Hallo, Herr Müller. Haben Sie schon den Brief von meinem Anwalt erhalten? Hallo, Herr Müller. Haben Sie schon den Brief von meinem Anwalt erhalten? Nein, den Brief habe ich noch nicht erhalten. Können wir das Problem nicht zwischen uns lösen? Wir brauchen dafür doch keine Anwälte. Nein, den Brief habe ich noch nicht erhalten. Können wir das Problem nicht zwischen uns lösen? Wir brauchen dafür doch keine Anwälte. Das hätten Sie sich überlegen sollen, bevor Sie sich vor meine Ausfahrt gestellt haben. Das hätten Sie sich überlegen sollen, bevor Sie sich vor meine Ausfahrt gestellt haben. Das kommt nie wieder vor, ich verspreche es Ihnen. Ich kann Ihnen als Entschuldigung auch gerne einen Wein schenken. Das kommt nie wieder vor, ich verspreche es Ihnen. Ich kann Ihnen als Entschuldigung auch gerne einen Wein schenken. Den Wein können Sie sich sparen. Wir sehen uns vor Gericht. Den Wein können Sie sich sparen. Wir sehen uns vor Gericht. Dann soll es so sein. Wir sehen uns vor Gericht. Dann soll es so sein. Wir sehen uns vor Gericht. Das Gericht trifft sich heute im Fall Schulze gegen Müller. Das Gericht trifft sich heute im Fall Schulze gegen Müller. Nach Prüfung der Unterlagen haben wir entschieden, dass es keinen Grund für eine Strafe gibt. Nach Prüfung der Unterlagen haben wir entschieden, dass es keinen Grund für eine Strafe gibt. Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr
Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's!